Ja, da bei diesem Kinderschneefest in Hochötz, da haben wir jetzt alle Kinder in der Region, Gästekinder und einheimischen Kinder eingeladen. Wir machen da eine Veranstaltung im Rahmen der Tourserie Das Kinderschneefest in Deutschland. Da gibt es insgesamt 20 Tourstationen und das ist so quasi das Finale. Und bei diesem Finale gibt es jetzt heute zum Beispiel eine Bühnenshow, Zauberer ist da, Skihelmdeko, eine Bastelstation, eine Malstation natürlich, Schneekanonen werfen etc. etc. Also ein rundes Programm für alle Familien. Ja, die Region Ötz und die Skiregion Hochötz und Kütei, wir sind eindeutig für das Thema Familie spezialisiert und auch dementsprechend positioniert. Und wir sind extrem gut in dieser Sache aufgestellt, mit dem Kinderparcours zum Beispiel, mit dem Kinderland, dann mit den vielen Skischulen in der Skiregion Hochötz und auch dementsprechend mit dem Gebiet sprechen wir genau die Kinder an. In der Skiregion Hochötz ist heuer erstmals der Kinderparcours ins Leben gerufen worden. Das ist im Zauberwald drinnen, sind da einzelne Tierstationen, wo es auch dementsprechend einen Erlebnischarakter für die Kinder haben. Da können sie von Station zu Station fahren. Und ganz besonders stolz sind wir auch auf das Schneedorf, ja, inmitten der Skiregion Hochötz. Und das kommt auch dementsprechend gut bei den Kindern und bei den Familien an. Im Sommer gibt es natürlich auch dementsprechende Familienattraktionen, wie zum Beispiel der Piepuger See mit der Badeanlage, aber auch mit dem neuen Spielpark, den wir da jetzt bauen und der im Frühjahr eingeweiht wird, was eine riesige Erlebnisstation ist, ein großer Spielplatz zum Thema Bergwerk. Die Sommersaison beginnt am 1. Juni in Hochötz mit der Bergbahnöffnung und geht bis Mitte Oktober. Und da sind natürlich auch dementsprechende Familienevents in der Region. Sölden TV. Hier bist du der Star.